Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute klären wir die Frage, wie viele Frauen du ansprechen solltest, um erfolgreich zu werden, um die Ziele zu erreichen, die du im Flirtleben hast, sei es viele Dates haben, viel Sex haben oder eine Beziehung finden. Also, das ist eine Frage, die bekomme ich immer wieder, nämlich die Frage, wie viele Frauen muss ich denn ansprechen, um das zu erreichen, was ich will? Und das hängt natürlich auch erstmal davon ab, was du denn überhaupt willst. Wenn du jetzt jeden Tag mit einer anderen Frau schlafen willst, musst du offensichtlich ein paar mehr Frauen ansprechen, als wenn du sagst, okay, ein Date im Monat reicht mir. Aber ich möchte dir eine generelle Empfehlung geben, wie ich mit dem Thema umgehe und wie du optimalerweise mit dem Thema umgehen solltest. Ich kann dir empfehlen, gerade wenn du noch am Anfang stehst, gerade wenn du in den Anfängen deiner Flirt-Karriere jetzt mal bist, so viele Frauen wie möglich anzusprechen. Sprich halt jede Frau an, die dir irgendwie gefällt, wo du eine Möglichkeit siehst. Weil auch die Frauen, wo du dir vielleicht denkst, ja, okay, die ist interessant, aber vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig mein Typ, wenn du in deinen Anfängen steckst, sprich sie einfach mal an. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht oder einmal gemacht, wo ich rausgegangen bin und mir dachte, okay, heute sprichst du irgendwie 20 Frauen an, 20, 30 Frauen. Dann bin ich losgegangen, habe wirklich diese Anzahl von Frauen angesprochen. Und um diese Anzahl, das war in Berlin damals, und um diese Anzahl von Frauen anzusprechen, brauchst du halt auch, also das erfordert von dir, dass du auch Frauen ansprichst, die du jetzt vielleicht nicht super hammer toll findest. Was ich aber gemerkt habe, und das kannst du dir auch zunutze machen, ist, dass unter diesen Frauen, die du ansprechen wirst, die vielleicht nicht 100% dein Typ sind, waren viele Frauen dabei, mit denen ich ein richtig geiles Gespräch hatte und sogar ein paar Frauen, wo ich gedacht habe, okay, klar, lass uns Nummern tauschen, lass uns wieder treffen, so, du gefällst mir. Ne? Wo ich aber im ersten Moment gar nicht gedacht hätte, dass sie mir gefällt und dann im zweiten Moment rausgefunden habe, ha, die gefällt mir ja wirklich. Was Männer auch immer viel machen, ist, dass sie eine Frau sehen und dann solche Sachen sagen wie, oh, die wirkt aber sehr zickig oder die macht irgendwie einen zickigen Eindruck, die macht einen sehr verschlossenen Eindruck. Und ja, die Frauen machen unter Umständen diesen Eindruck, aber geh einfach mal hin, find's einfach mal raus. Du hast immer A, überhaupt nichts zu verlieren, wenn du die Frau ansprichst und B, immer nur was zu lernen. Und der eigentlich wichtige Punkt, der eigentliche Grund, warum du wirklich regelmäßig immer die Frauen ansprechen solltest, die du siehst, egal wo du gerade unterwegs bist, ist, dass du bereit sein willst für den Moment, wo es drauf ankommt. Ne? Also für den Moment, wo dir eine Frau über den Weg läuft, die dir wirklich gut gefällt. Ne? Dass du da bereit bist. Also man ist natürlich immer bereit, aber wenn du jetzt jeden Tag regelmäßig Frauen ansprichst, dann wirst du lockerer, entspannter sein, das Gespräch wird besser sein, der erste Eindruck wird besser sein, als wenn du es nur einmal die Woche machst. Was nicht heißt, dass es nicht funktionieren kann, wenn du es einmal die Woche machst, das sage ich nicht. Nur merke ich auch bei vielen Männern, die dann auch bei mir im Coaching sind, dass sie nicht zufrieden sind, wenn sie nicht eine gewisse Anzahl von Ergebnissen auch haben. Und die Männer, und die meisten Männer, setzen sich da relativ hohe Ziele, sind sich aber nicht bewusst, dass man dafür dann auch einige Frauen ansprechen muss. Es gibt natürlich auf der einen Seite sowas wie, wie gut bist du im Flirten, aber auf der anderen Seite ist es auch irgendwo ein Nummernspiel. Ne? Also du wirst immer Frauen treffen, die kein Interesse an dir haben, an denen du vielleicht im Laufe des Gesprächs dann kein Interesse mehr hast. Das wirst du immer treffen und deswegen ist es so wichtig, sprich einfach viele an. Das ist der größte Anfängerfehler, den Leute machen, die jetzt gar nicht mit diesem Thema hier oder die gar nicht mit diesem Thema unterwegs sind, beziehungsweise es gerne wären, ist, dass sie sich ganz stark auf eine Frau fokussieren, sobald sie eine Frau irgendwie kennengelernt haben. Und mit kennengelernt meine ich nicht mal, dass sie die lange gedatet haben, sondern die haben sie irgendwo kennengelernt. So, ich habe sie im Internet kennengelernt, wir haben dreimal geschrieben und jetzt schreibe ich aber auch keine anderen Frauen mehr und spreche auch keine anderen Frauen mehr an. Und das ist das Größte oder das Dümmste, was du machen kannst, weil du dich in dem Moment absolut abhängig von dieser einen Frau machst. Du möchtest halt auch eine gewisse Unabhängigkeit haben und die hast du halt dann, wenn du viele Frauen ansprichst. Vor allem, und das ist ganz wichtig, wenn du die Frauen regelmäßig ansprichst, wenn du viele Frauen ansprichst, dann wirst du auch innerlich diese Einstellung entwickeln oder diese Selbstsicherheit zu wissen, hey, ich kann jederzeit neue Frauen kennenlernen. Denn Männer, die jetzt zum Beispiel gar nicht in der Lage sind, mit Frauen zu reden, die haben immer das Gefühl, und ich kenne das aus meiner eigenen Vergangenheit, die haben immer das Gefühl, oh, irgendwie, ich wüsste gar nicht, wie ich an Frauen rankomme oder das ist voll der Zufallsprozess und ich muss halt mega viel Glück haben, dass das mal passiert. Ich weiß aber, hey, ich muss einfach nur rausgehen, muss einfach nur in die Stadt gehen und werde wahrscheinlich im Verlaufe dessen 4, 5 neue Frauen kennenlernen. Das ist für mich kein Glücksfall, das ist kein Zufallsprozess bei mir, das ist ein aktiver Prozess bei mir. Und du stärkst diesen aktiven Prozess, wenn du es einfach regelmäßig und viel machst. Die andere Sache oder eine weitere Sache, warum du das tun solltest, warum du viel und regelmäßig Frauen ansprechen solltest und immer wieder auch über diese Grenze gehen solltest, ist, weil es dich zufriedener machen wird. Das ist einer der Gründe, warum ich das so lange schon mache und warum ich das immer noch geil finde, dieses Thema, warum es auch immer noch Spaß macht und warum es Spaß macht, das den Leuten beizubringen. Jedes Mal, wenn du vor einer Frau stehst oder wenn du eine Frau ansprechen willst und vielleicht hast du so leichte Zweifel, vielleicht ist das ein leichter Widerstand, das ist ganz normal, das habe ich auch.
Aber jedes Mal kannst du dir selbst wieder beweisen, dass du es hinbekommst. Du kannst selbst wieder über deine Grenzen gehen, kannst dich weiterentwickeln, kannst dich als Mann weiterentwickeln, kannst dich als Mensch weiterentwickeln, kannst mutiger werden. Du profitierst nur davon. Und offensichtlich hilft dir das auch in ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen weiter. Wenn du dann im neuen Job bist und ein Vorstellungsgespräch hast, bist du viel kommunikativer, bist viel entspannter. Das sind fremde Personen, das kennst du bereits. Wenn du, keine Ahnung, neu auf der Uni bist, neu im Arbeitsplatz bist, wird es dir einfacher fallen, neue Leute kennenzulernen. Wenn du wissen willst, wie du neue Leute kennenlernen kannst und was dabei wichtig ist, dann schau mal beim letzten Video auf dem Channel vorbei, dem Video vor diesem Video. Da habe ich sehr viel dazu erklärt. Da findest du alles, was du dazu wissen musst. Und wenn du erfolgreicher im Dating werden willst und ich dich begleiten soll, kannst du dich für ein Coaching bei mir bewerben. Die ersten Plätze fürs nächste Jahr sind jetzt offen. Der Link in der Beschreibung, erster Link in der Beschreibung, kannst du dich bewerben, kommst auf die Bewerbungsseite. Also, viele Frauen ansprechen, regelmäßig Frauen ansprechen, ganz, ganz wichtiges Thema. Und pass auf deine eigenen Ausreden auf, das ist der größte Punkt. Du wirst eigene Ausreden haben, ich kenne das von mir selbst im Sinne von, ich habe da ja letzte Woche schon eine angesprochen und mit der läuft es ja ganz gut. Ist ja schön, ist ja eine gute Sache. Das soll ja auch nicht schlecht laufen. Aber wenn du noch nicht mit der in irgendeiner festen Sache bist zum Beispiel, dann sprich da einfach weitere Frauen an. Denn es kann immer mal sein, dass du eine Frau triffst, ich kenne das auch, du triffst eine Frau, aber irgendwann findet ihr dann raus, okay, nee, es passt doch nicht so richtig. Und dann ist es natürlich entspannter, wenn du schon wieder eine andere Frau hast, die du auch kennengelernt hast, ne? Plus, diese Möglichkeit rennt halt an dir vorbei. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie groß deine Stadt ist. Wenn du jetzt im Kuhdorf wohnst, dann ist das was anderes. Da solltest du meiner Meinung nach auch viele Frauen ansprechen, aber da musst du ein bisschen mehr aufpassen. Du willst halt nicht der Typ im Dorf sein, der irgendwie alle Frauen oder irgendwie die ganze Leute vollquatscht. Eine größere Stadt ist da halt einfach besser und da muss ich halt auch sagen, wenn du in dieses Thema voll einsteigen willst, wenn du Erfahrung mit Frauen machen willst, Lebenserfahrung machen willst, dann kann dir eine größere Stadt auf jeden Fall helfen. So eine kleinere Stadt, ich kenne beides, ich komme aus einer kleineren Stadt, ich habe in Berlin gewohnt, ich kenne beide extreme Gegensätze. Eine kleinere Stadt ist schön, es ist entspannt, es ist ruhig, du kannst dein Leben genießen, was du auch in einer großen Stadt kannst, so ist es nicht. Aber in einer großen Stadt passiert halt viel mehr, ne? Viel mehr Abenteuer, viel mehr Erfahrung und wenn du das machen willst, wenn du Abenteuer erleben willst, wenn du Erfahrung machen willst, dann geh in eine größere Stadt. Und mit größerer Stadt meine ich alles so ab 500.000, das ist schon in Ordnung. Und wenn du da dann regelmäßig Frauen ansprichst, dann wirst du auch merken, das wird sehr, sehr schnell besser werden. Ich habe da manchmal Leute bei mir, die sagen mir, hey Tim, ich habe diese Woche 3 Frauen angesprochen. Ich sage, ja, das ist eine super Sache. Aber das ist halt nicht so besonders viel. Und wenn du gerade am Anfang stehst, dann wird deine Entwicklung einfach relativ lange dauern, wenn du jede Woche irgendwie mal 2, 3 Frauen ansprichst. Wenn du jede Woche 10, 15 Frauen ansprichst, als Beispiel, dann ist deine Entwicklung deutlich schneller und zwar ungefähr 3-mal so schnell. Das ist halt wirklich so eine Rechnung, das kannst du wirklich so rechnen, das ist proportional. Ne? Je mehr Frauen du ansprichst, desto schneller ist deine Entwicklung. Sprichst du doppelt so viele Frauen an, wird deine Entwicklung doppelt so schnell sein. Weil du wirst auch doppelt so viel negative Rückmeldungen bekommen und die negativen Rückmeldungen, die du bekommst, das sind die wirklich charakterformenden Sachen. Ne? Also in meiner Welt hast du 2 Möglichkeiten. Entweder du sprichst eine Frau an und du hast Erfolg, und dann hast du ein geiles Ergebnis, eine Frau, mit der du gut klarkommst und die du datest, was auch immer. Oder du hast keinen Erfolg und eine Ablehnung sozusagen und das funktioniert halt nicht. Und dann hast du eine Erfahrung, ja, dann wirst du auf dein Ego zurückgeworfen, kannst du über dich selbst reflektieren, kannst lernen, mit Niederschlägen umzugehen. Also du kannst nur gewinnen, du kannst nur gewinnen. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn es nicht funktioniert, ist es sogar noch wertvoller für die Leute, als wenn es funktioniert. Ja, wenn es funktioniert, ist schön und das ist eine schöne Erfahrung, aber wenn es nicht funktioniert, das ist das, was sie wirklich Lebenserfahrung bringen wird. Das ist was übers Leben beibringen wird. Und deswegen ist das ganze Thema super wertvoll. Und wie gesagt, mehr Frauen heißt einfach mehr Entwicklung, schnellere Entwicklung, tiefere Entwicklung, mehr in das Thema eintauchen. Du wirst dich lebendig fühlen. Deswegen ist das Frauenansprechen so geil. Du fühlst dich lebendig. Und glaub mir, das macht einfach niemand, weil die Leute haben nicht die Eier. Hab du die Eier, sprich Frauen an, sprich viele Frauen an, sprich regelmäßig Frauen an und du wirst die Ergebnisse erzielen, die du erzielen willst. Geil, dass du dabei warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Hier links neben mir abonnierst du den Channel, wenn du noch nicht gemacht. Auch auf die Glocke drücken, damit du immer über neue Videos informiert wirst. Unter mir kannst du dich, wie gesagt, für ein Coaching bewerben. Kannst du draufklicken auf die Bewerbungsseite. Hier unten rechts kommst du zu weiteren Videos mit Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.